jetzt. Mary hat einen Auftrag. Ich gucke aber mal kurz im Thiefnet nach. Anzeigeladegerät lädt die Geräteanzeige im Handumdrehen automatisch wieder auf. Beim Aufladen laufen. Möchte ich sagen, beim Aufladen zu laufen? Okay. Wurfschild. Ein praktisches Schild, der automatisch eingesetzt wird, um Bentley vor Schaden zu schützen. Wir müssen sparsam umgehen. Wir nehmen den Juggernaut-Wurf, damit wir den nicht missachten. Und den Wärmesucher, ja, hätte ich kaufen können. Haben wir, glaube ich, sogar letztes Mal. Aber es hat ja jetzt nicht gespeichert, als wir das noch kurz gemacht haben vor dem Aufnahmestopp. Ich weiß es nicht mehr. Wir können nochmal eine Runde Ping-Pong spielen. Komm. Ja. Ach, das kann man auch zu zweit spielen, oder was? Sehr cool. Ich möchte aber mal gegen Bentley hier gewinnen. Weißt du, und der Mary, der muss den Automaten reparieren. Der hat auch keine Freude am Leben. Ja, eigentlich ja schon. Ah, verdammt. Wollte ich einmal einen Powerschlag machen, dann war es gleich nichts. Oh Mann. Das wird schon wieder nichts. Ich sehe es kommen. Gibt übrigens eine Trophäe. Wir müssen gegen Bentley gewinnen. Beim Tischtennis. Und ich glaube, gewinnen tut man, wenn man 20 Punkte hat. Also. Können wir das doch mal kurz versuchen? Wow, jetzt wird's zu schnell für mich. Verdammt. Bentley, du bist zu gut für mich. Sag mal, wieso trifft er nicht mit seinem Powerschlag? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich verzichte auf den Powerschlag. Ja, ich verzichte auf den. Ganz deutlich. Ja. Komm. Das gibt's doch nicht. Wieso bin ich so schlecht? Alter. Ich mach mich hier gerade lächerlich, gell? Ich weiß. Komm schon, Bentley. Ach, sag mal, ich geb auf. Nee, ich gebe auf, komm. Bentley hat gewonnen. Der ist besser als ich im Tischtennis. Mary, du bist dran. Bei was auch immer. Halte als Bentley die Dreiecktaste gedrückt, während du dich an eine ahnungslose Wache heranschleichst, um eine Bombe auf ihr zu platzieren. Haben wir noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir, glaube ich, verpasst. So, dieser Juggernaut-Wurf, wie geht denn der? Geht er hier? Flammende Fäuste? Cool. Aber die müssen sich dauernd aufladen, dann bleibe ich doch beim Handschuhschlag. Beim klassischen. Und wie geht der Juggernaut-Wurf? Ich hab nicht aufgepasst, ne? So muss ich hin. Auftrieb. Hi. Tschüss. Okay, Mary, das ist die Stelle. Meinen Messungen zufolge ist das Zeitritzel irgendwo oben auf den Klippen. Du musst die Felswand hochklettern, um dran zu kommen. Aber bevor du das tust, musst du wohl noch diesen Haufen Wachen ausschalten. Kein Problem! Die Tracht Prügel, die ich den Wachen verpasse, wird mich schon aufwärmen. Dann hole ich deinen Dingsbums. Mary, ich weiß, du hast dich freiwillig gemeldet. Aber bist du für diesen Aufstieg bereit? Claro, Bentley! Der Murray ist allzeit bereit! Jawohl. Was? Besiege Dodo-Vögel. Okay. Doch, Dodo-Vögel habe ich schon mal gehört. Hehe. So, was hast du schon Schönes? Lavastein-Speerspitze.
Hi. So, kommt her. Ich bin bereit. Und macht vielleicht doch das hier. Tschüss. Halt, dich möchte ich eigentlich nicht schlagen. So. Ich nehme mich nämlich so auf die Hand und dann raube ich dir doch mal ein bisschen was. Wir brauchen ein bisschen Geld, deshalb. So, danke. So, da haben wir es doch. Nur mal eine Speerspitze. So. Okay. Komm schon, Mary, das schaffst du. Mary, das sieht nicht so aus, als wird das was. Gib mir eine Minute, ich hab's gleich geschafft. Mary, ich glaub dir, dass du das kannst. Aber uns fehlt leider die Zeit. Wir müssen schnell machen. Ich wechsle zu Plan B. Warte, meinst du etwa... Ja, ich übergebe an Bob. Toll, der Mary muss auf die Strafbank. Ruhig, Mary, Klettern ist sein Metier. Außerdem solltest du stolz sein. Du hast ihn schließlich trainiert. Möchtest du nicht zum Unterschlupf kommen und etwas essen? Ich hab keinen Hunger. Oh, so fühlt sich das also an. Kein Hunger zu haben, oder was? Okay, Bob. Mary hat dich vorbereitet. Es wird Zeit, dass du wieder kletterst. Drücke die Kreistaste, um loszuklettern. Du musst um Hindernissen herumklettern. Oder sie durchbrechen. Schlag mit der Quadrattaste gegen die Mauer. So brichst du durch mögliche Hindernisse. Cool. Ich kann auch brüllen. Drücke die X-Taste, um über Felsen und Spalten zu springen. Ja, jetzt muss ich aber erstmal hier gucken, dass ich klettern kann, ja? Oh. Drücke und halte zum Runterrutschen die R1-Taste. Aua. So, ich brüll nochmal. Ich weiß nicht, was es bringt, aber es sieht cool aus. So, da rein. Okay. Wo der jetzt hinwandert, habe ich keine Ahnung. Boah, ich hoffe, wir können die Zeitmaschine bald reparieren, damit wir wieder raus aus dem Eispalast da kommen. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo Carmelita ist. Ich meine, wo kann man hier hinfliehen? Ups, was war denn das? Ach, Papp. Was ist denn das? Ach, von Oster noch ein Osterei. Okay, Großer, setz den Kommunikator auf. Deine Augen? Setz ihn richtig vor deine Augen! Ja, mit dem Ding kannst du über weite Entfernungen sehen. Und ich bin nicht wirklich da drin. Aber das werde ich dir später erklären. Laut meinen Messungen ist das Rätsel ganz in der Nähe. Es befindet sich irgendwo oberhalb deiner Position. Nein. Leider bist du nicht näher dran. Das ist eine Zoom-Linse. Kletter einfach weiter. Versuch das mal im Höhlenmenschen beizubringen. Ist gar nicht so einfach. Du musst über die Wand springen. Dieses Papier ist noch von so einem Überraschungsei von meiner Schwester. Und da bin ich gerade draufgetreten. Also auf das leere Papier. Sehr schön. Also nicht, dass sie jetzt denkt, ich wäre in ein Überraschungsei reingetreten und hätte das jetzt kaputt gemacht. Mehr Verschwendung. Nicht wahr? Nur. Genau so sind wir auf R1 gekommen. So, Klettermeister. Runter. Runter. So. Pass auf Eiskäfer auf. Ah, okay. Ich habe gedacht, ich müsste einfach anbrüllen. Dann verschwinden die schon. Das sieht aus wie im, das sind keine Käfer, das sind Skorpione. Vorsicht! Noch mehr Eiskäfer! Wenn diese Dinger beißen, ist man glatt eine Frostbeule. Das sind Skorpione. Oder Vorfahren von Skorpionen. Sagen wir es mal so, aber so sieht's halt aus für mich. Wow. Pass auf die Flugsaurier-Eier auf! Du bist ja sicher kein Eiskäfer. Nö, nicht unbedingt. Ist so eine Art Zukunftshumor.
Zukunft zum Moor. Hab grad nicht verstanden, was du gesagt hast, Bentley. Halt, ich sehe, da geht's weiter. Sag ich's doch. 16 von 60. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Au. Das hat wehgetan. Okay, diese Eier nerven, weswegen die auch darunter geworfen werden. Ich frage einfach mal nicht. Das ist bestimmt eine logische Grundweise, keine Ahnung. Uah. Ach komm. Das war jetzt aber unfair. Das Ei war ja schneller als ich. Kann ich irgendwie schneller... Uah, nicht so. Kann ich irgendwie schneller klettern? Irgendwie ist er mir zu langsam. Vielleicht bin ich aber auch zu ungeduldig. Kann auch sein. So, jetzt mache ich es richtig. Warte nochmal. So, jetzt aber. Kein Wunder, dass die Flugsaurier sauer sind. Ach nee. Ups, ich dachte schon, ich bin jetzt gleich weg. So, hoch da. Da oben. Ja, da ist das Rätsel. So, ich mache natürlich noch die Eier kaputt. Ist ja nicht so, dass... Ja, das meine ich ja damit. Ich mache die Eier kaputt und mache damit die Mama sauer. Jetzt geh weg. So geht das. Warte. Ein paar Münzen sind immer gut. So. Haha. Auftrag erfüllt. Also, ganz unerwartet war das. Ah, toll. Eigentlich ist es ein Riesenreptil, aber viel wichtiger, jetzt müssen wir zu den höher gelegenen Nestern gelangen. Genau das wollte ich hören. Ja. Da ist das Ritzelborg. Der Mamasaurier muss irgendwie entkommen sein, aber sie bleibt in der Nähe, weil all ihre Babys noch hier gefangen sind. Keine Sorge, wir werden ihnen helfen. Aber zuerst brauchen wir dieses Ritzel zurück. Wir bleiben in der Mitte. Du hörst dich an wie Sly. Sei vorsichtig und weck sie und die Babys nicht auf. Sie wären nicht erfreut, dich wieder. Ach, schade. Ich wollte mit dir Tee trinken. Weck die Babys nicht. Der Mamasaurier darf uns nicht. Und wie soll ich die nicht wecken? Das zählt nicht als geweckt. Ach, die gucken. Oder wie? Wenn das jetzt nicht klappt, könnten wir Fly vielleicht in ein Eierkostüm stecken. Bitte was? Hab aber ich was dagegen. Okay, ich lebe noch. Ich dachte schon, ich bin schon wieder tot. Pass gut auf! Ein Absturz auf dieser Höhe wäre. Was war das denn gerade eigentlich? Schlafet, meine Reptilchen, schlafet schnell ein. Denn ich muss hier hoch, bevor alles mich tötet. Weil das Ritzel wahrscheinlich aussieht wie ein Ei, denkt die, das sei ihr Ei. Was zum... Okay, und hopp. Oh Gott. Ja, ja, ja. Jawohl. Hoch, 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 hoch. Ups. Das
So. Langsam, aber sicher. Hab ich's. Auftrag erfüllt. Jetzt aber wirklich. Jawohl. Cooper-Vorfahren verfügen über spezielle Lautlautschläge. Probiere sie aus, indem du dich an einen Feind anschleißt, die Dreiecktaste und danach die Vierecktaste drückst. Das ist witzig, wir haben alles schon um mindestens 10%, aber die Tresore sind auf 0. So.